Ja, Freunde, da sind wir wieder. Ja, ne, bei Wildstorm. Und so. Ja, ich A, denke ich gerade über meine Fähigkeiten nach und B. In den Ja. Minenschächten von Außenposten M13 krabbeln so einige Nein. glitschige Alienkreaturen Das umher. haben wir noch nicht Sind diese gemacht. tödlichen Parasiten die einzige Gefahr auf dem Asteroiden? Oder wartet womöglich etwas Größeres, Hungrigeres in den Ich. Schatten der Tiefe? Doch, das haben wir irgendwann schon mal gemacht. Haben wir schon Panik in Außenposten M13 gemacht? Auf jeden Fall waren wir schon mal draußen auf so einem Asteroiden und mussten dann so einen Typen beschützen. Ich finde diese Ansagen immer so. Ja, doch, ich glaube, das haben wir schon mal. Oh, mein Bildschirm ist komplett weiß. Oh, jetzt bin ich da. Oh, ich muss hier auch noch durch. Ja, dann machen wir schnell fertig. Aber ich finde es richtig cool, wie sie immer das, ne? Also die Vorstellung machen von dem. Ja, das ist richtig. Das hat was von diesen ganz alten Horrorfilmen, Ja. die wohl sau nicht gruselig waren. Nee, eher lustig. Aber das heißt ja bei den heutigen Horrorfilmen immer noch, dass das meiste davon eher Komödien sind. Ja, also es gibt schon ein paar, wo ich sagen muss, ja, doch. Du brauchst Heilung, glaube ich. Hier, nimm das. Ja, mache ich. Nehme ich mit. Vorarbeiter Krause, der war ja übrigens mal Hausmeister, aber dann wurde er zum Vorarbeiter degradiert. Interessant. Und jetzt haben sie als neuen Hausmeister Kottel eingesetzt. Oh nein. Der wischt mit seinem Bart hier ordentlich durch. Also er nimmt sich quasi seine Barthaare und hat sich daraus einen Das Mob kann ich hier. gebastelt. Und dann benutzt er ihn als Cricket-Schläger. Sag mal, von was träumst du nachts? Uah. Davon zum Beispiel nicht. Guck mal, ein infizierter Embryo. Bah! Der ist gerade aus dem Typen rausgekrochen. Ja, ist doch okay. Nein! Machen wir eine Teeparty, weißt du, was der Embryo mitbringt als Gastgeschenk? Kuchen. Mutterkuchen. Hol dir einen eigenen Embryo. Schon mit zwei eigene Embryonen. Ja, habe ich auch. Nee, geht nicht, weil der mich hier dran hindert, mir einen zweiten zu holen. Also irgendwie passt meine Schadenszahl nicht zu dem, was da angezeigt wird. Nee, vielleicht haben die ja eine echt hohe Rüstung. Ja, aber du haust zu, dir wird eine Schadenszahl angezeigt und es zieht dem Gegner halt nicht das ab, was da steht. Ja. Das ist komisch. Embryo-Geschnetzel! Das ist schon echt eklig hier. Warum? Ne, wir zerstören gerade Embryos. Ja, das sind irgendwelche Käfer-Embryos. Das ist Ja, nicht so ja. schlimm. Ja, Die aus siehst du, Menschen rauskommen. das sind so Larven. Ja, aus männlichen Menschen. Scherzkeks. Auch das noch. Im Wildstar scheint alles andersrum zu sein. Hier legen die Männchen die Eier. Richtig. Wie bei Seepferdchen. Double Kill. Oh, machen wir jetzt auch noch eine Biologiestunde? Nein, nur eine Sekunde. Eine Biologiesekunde? Komm, Biologie. zieh die mal mit. Wir nehmen die hier auch gleich. Ach so, ja gut. Geht klar. Nur bin ich mir gerade nicht. Oh Gott, das sind große. Ja, ist kein Problem. Wir machen einen Psy-Sturm drauf. Dann geht hier alles gleich hops bei denen. Ach du Scheiße! Das war gefühlt übrigens eine schlechte Idee von mir. Nein! Nicht Doch. doch! Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das eine schlechte Idee war. Oh Ich kann mein gerade nicht Gott. heilen! X. So. Gott! Ja, ich sterb dann. Moment, Moment! Komm her, komm her, komm her! Ja, was heißt, komm Whee! her? Du Scherzkeks. Kann ich stehen bleiben?
Ja, ich bin tot. Okay, vielleicht sollte ich doch eine andere Fähigkeit ausrüsten zum Heilen. Die scheint scheiße zu sein. Ah, ein Stammkunde. Ein Stammkunde? Moment, ich... Bei mir hat er nur gesagt, kehre zurück in deine sterbliche Hülle und versuche diesmal etwas länger zu bleiben. Aha. Aber wenn du bei ihm schon Stammkunde bist? Ich habe so das Gefühl. So, nehmen wir mal das hier mit. Dann kann ich dich jetzt auch ordentlich... Moment, Set benutzen. So. Dann kann ich jetzt auch wieder ordentlich heilen. Das ist die Heilung, die ich vorher auch mal drin hatte. Die war ein bisschen effektiver. Vielleicht sollten wir einfach nicht so viel auf einmal pullen. Was kommt doch auf so eine Scheißidee? Ich weiß nicht. Moment, ich weiß doch. Bist du da? Nein, natürlich nicht. Kämpfe ich halt wieder alleine. Warum kann ich da nicht durch? Ach, hier vorne. Ich dachte, die Türen gehen auf. So. Also ihr seht, wenn man hier zu viel pullt, kann das auch ganz schnell mal böse enden. Aber das ist ja okay. Das waren geringfügig zu viele. Nur so 10.000 zu viel. Ja, minimal. Und dann auch noch alle auf unserem Level, das ist halt ganz geil. Aha. Nehmen wir die hier. Ach, hast du jetzt den Targeted Heal genommen? Ja. Der heilt schneller. Auch damit kann ich deutlich besser heilen. Und vor allem muss man nicht vorausschauend denken. Was soll das denn heißen? Naja, dass ich ja wohl nicht stehen bleiben kann, wenn da ständig Effekte auf dem Boden sind. Hä? Aber zum Glück sind wir hier zu zweit. Ich habe so das Gefühl, Kadi hat es neulich mal gesagt, dass Krieger ihrer Meinung nach gar keinen Schaden machen. Und ich wollte ihr eigentlich nicht recht geben, aber so lange muss ich sagen, ja, hast du recht gehabt. Nicht so weit runter mit denen. Oh, nee. Nevermind. Wir haben sie schon angelockt. Oh, verdammt. Okay. Ja, das geht, das geht. Ja. Du musst sie mal kurz ablenken, während ich mich heile. Ja, kriegen wir hin. Jetzt sind sie wieder zurückgelaufen. Abgehauen. Die Feigen. Feiglinge. Okay, ich bin wieder voll. Aber die sind echt ätzend, ne? Und die rülpsen die ganze Zeit so komisch. Das stimmt. Ups, falsche Taste. Hui! Ja, super. Dann können wir die Leiche hier noch auseinandernehmen. Kannst du bitte. Danke. Könnt ihr mal durchlesen, hier, wie das hier funktioniert? Irgendwas hier ist seltsam an dieser Attacke. Konzentrierte Klinge. So, zwei Fähigkeitsladungen. Ja. Ja. Hm. Ach so, ich habe zwei davon, aber die... Okay, gut. Nee, ich hab's verstanden. Gut. Wir müssen da vorne zur Konsole. Die hätten wir eventuell gar nicht töten müssen. Ach so, du meinst die Fähigkeit. Das Ding ist, bei der Fähigkeit passiert nichts, wenn du keinen Gegner im Visier hast. Das ist ein bisschen strange. Ja, okay. Ja, muss man halt. Oh, ei. Ausweichen können. Boah, die sollen mal aufhören. Das ist dich an, ey. Voll eklig. Okay. Lass die da doch. Was machst denn du da? Ich dachte wegen Erfahrung. Okay. An denen hätten wir vorbei können. Ein verrückter Irre.
will alles töten. Hm? Ich hab irgendwie so... Ich will mal alles töten. Man muss nicht immer alles töten, man kann auch einfach in Talent spielen. Sagte der Stein. Mhm. Weil die da vorne, die müssen wir töten. Gut gesteint. Pinsy bleibt einfach in den Effekten stehen, ihm ist das egal. Ja, ist mir egal. So, auf geht's, Leute. Sterb. Whee, Adler macht Schaden. Also deine Nahkampfklingen machen gar nicht so viel Schaden, das ist dir bewusst wie deine Standardattacke. Weiß ich nicht. Moment. Die machen 176 Schaden und meine Standardattacke macht 378. Wobei ich mit den Standardklingen, also mit diesen Klingen eben dreimal angreifen kann. Irgendwas ist hier strange. Ach, wir müssen hier rein. Da hat doch die Brutmutti auf uns gewartet. Bedarf. Ich krieg eine Klinge. Ein infizierter Bergarbeiter. Mehrere infizierte Bergarbeiter. Ja, klar. Kein ja, tut mir leid, Jungs. Wir können ja probieren, euch zu retten, aber das Spiel sagt uns leider, wir dass haben, wir euch töten müssen. Wir haben versagt. Was? Wir haben sie nicht gerettet. Ja, das Spiel sagt uns ja, dass wir sie töten sollen. Das stimmt. Das Spiel hat immer recht. Korrekt. Was ich hier ein bisschen strange finde, warum kriegen wir dieselbe Mission nochmal, die wir schon mal hatten, an einer anderen Stelle? Ich weiß es nicht genau. Naja, vielleicht hatten wir die ja wirklich noch nicht. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Ich glaube ja, kann das sein, dass wir eine andere hatten und die schon mal mit anderen Charakteren gemacht haben? Kann gut sein, ja. Habe ich ja am Anfang gesagt. Ich muss nachher mal in unseren Videos mal reinschauen, was wir wo hatten. Na komm her, du fette Qualle. Ich freue mich ja schon auf die ersten Instanzen. Ich hoffe ja, dass die wirklich hart sind. Weil wenn sich ein gewisser Pilz dann da entschließt, in den Effekten drin stehen zu bleiben, dann wird das witzig. Nee, ich hab ehrlich gesagt nicht so vor, das zu tun. Macht gerade die ganze Zeit die falsche Taktik. Oh Gott, eine Schwarmkönigin. Sieht irgendwie aus wie so ein fettes... Das sieht aus wie ein ziemlicher Bossgegner. Nee, da gibt's doch auch so Tiere, die so ähnlich aussehen. Ja. Bosse. Die heißen so. Mhm, bestimmt für sie. Und sie. Wir machen dem übrigens ziemlich wenig Schaden. Ja, aber das kriegen wir hin. Glaube ich. Der Witz ist, ich hätte natürlich auch erstmal Fähigkeiten ausrüsten können, mit denen ich Aggro ziehen kann, weil mit meinen Kampffähigkeiten scheint das nicht zu funktionieren. Ich hab noch meinen Aggro-Viech. Ja, das zieht aber nicht wirklich Aggro, das ist mehr so Pseudo-Aggro ziehen. Schade. Ja, aber sie hat nur noch 5000. Das kriegen wir hin. So, alles drauf, das noch. So. Oh Mann, ey, immer diese Tastenprobleme. Ich muss mal gucken, dass ich meine Daumentasten irgendwie hier noch für benutzen kann. Das wäre echt praktisch. Ja. Mehr Attacken, mehr besser zu erreichen. So, wunderbar. Spielerstatistiken. Wir haben 21 Minuten gebraucht und geplant sind 15. Ich bin Nummer 1 im Überleben, Nummer 1 im Schaden und Nummer 2 in der Heilung. Ich bin Nummer 1 in Heilung, Nummer 1 beim Überleben und Nummer 2 in Schaden. Tja. Tja, ihr habt Silberbelohnung erhalten. Dynamo? Ne, das brauche ich nicht. Das hier brauche ich. So, nehmen wir das hier. Die Stimmen sind ganz gut. Wenn wir das nächste Mal nochmal sowas machen, dann nehme ich Tankfähigkeiten. Auch wenn ich keinen Schaden mache, dann. Ja, also generell sollten wir das aufteilen eigentlich in so einer Instanz hier. Dass ich dann ein Bild nehme, der vor allem auf Heilung und auf
ja, zwischendurch dann eben draufhauen ist. Dann dauert's halt länger, ne? Ja, ist aber sicherer. Und je schwerer die Instanzen werden, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass wir es brauchen werden. Ich mag die Gravitation hier immer noch. Nach Nexus zurückkehren, ja bitte. Die geheimnisvollen Parasiten von Außenposten M13 wären wohl besser unentdeckt geblieben. Nein. Aber jetzt, da du den Alienschwarm überlebt hast, stellt sich weiterhin eine Frage. Was schlummert verborgen im dunkelsten Kern des Asteroiden? Liebe mich! Küss mich! Das arme Vieh. Hätten wir es nicht mitnehmen können, das sieht so traurig aus. Heirate mich! Ach, das ist auch Rammstein-Fan? Ja, klar. Ja, super. Haben wir ganz nebenbei, also wir retten hier so Nexus und nebenbei besiegen wir auch noch die Parasiten auf Außenposten M13. Ja, und ganz nebenbei ist die Folge schon wieder zu Ende. Oh mein Gott. Ja, krass, oder? Ja. Ah, ich falle. Okay. Intelligente Leute nehmen den Aufzug. Ja, bla bla bla. Eigentlich ist es mehr so ein Abzug, weil... Nicht intelligente Leute sind schneller unten. Mhm. Oh, wie schön du da runterfährst. Nice, gemütlich. Komfortabel, ja. Das Gerät. Hm? Wenn du kleines Fusselfiech da runterspringen musst. Ja, mache ich gerne. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Parasiten von Außenposten M13. Bis dahin, tschüss. Ciao.